Was genau macht eigentlich ein Dirigent und was haben seine Bewegungen zu bedeuten? Viele vermuten dahinter ja einen Ausdruckstanz, einen schick gekleideten Herrn im Anzug, dessen genaue Aufgabe sie nicht verstehen und sich fragen, ob man auf dem Dirigenten nicht verzichten könnte. Man könnte doch ein Metronom vors Orchester stellen, das einfach den Takt angibt. Außerdem haben doch alle Musiker Noten und sehen, was sie spielen müssen. Wie versteht man denn nun eigentlich einen Dirigenten? Wir sprechen den Satz: Ohne Startschuss weiß der Sportler auf dem Sportplatz nicht, wann der Wettkampf beginnt. Los! Ohne Startschuss weiß der Sportler auf dem Sportplatz nicht, wann der Wettkampf beginnt. Na, so wohl nicht. Kompliziert, diese Klassik. Herr Metzmacher, Sie haben gerade eine sehr lange Generalprobe dirigiert. Ist man jetzt so platt wie nach dem Sport oder wie fühlt sich das an? Muskelkater? Nee, Muskelkater habe ich nicht, aber ich bin in meinem Kopf ein bisschen müde. Weil man ja als Dirigent ständig mit ganz vielen Menschen kommunizieren muss. Was sind genau die Aufgaben von einem Dirigenten? Also die Koordinierung der Musik ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Der Dirigent muss das Tempo angeben. Und dann ist wichtig, dass er auch dafür sorgt, dass dieses Tempo gehalten wird. Dann ist er dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es eine klangliche Balance im Orchester gibt. Also nicht, dass die Trompeten jetzt alles niederspielen. Man muss sich das vorstellen, eine Partitur ist sowas wie ein Stadtplan. Aber Sie können nicht den ganzen Stadtplan gleichzeitig lesen. Das geht ja gar nicht. Und wenn Sie Taxifahrer sind, dann müssen Sie den ganzen Stadtplan auswendig kennen. Und ich bin sozusagen der Taxifahrer. Also ich muss alle Straßen kennen, die in der Partitur vorkommen. Was wird passieren, wenn jetzt ein Orchester ohne Dirigenten spielt? Geht das überhaupt? Das gibt's ja auch. Allerdings eine gewisse Größe, glaube ich, kann das nicht übersteigen. Also es gibt ja Kammerorchester. Es gab lange in New York, glaube ich, dieses Orpheus Chamber Orchestra hießen die. Die haben ausdrücklich ohne Dirigenten gespielt. Da haben sie dann aber das Problem, dass sie vorher mit den entscheidenden Leuten, also die vorne an den ersten Pulten und mit den Solobläsern, sich verabreden müssen, in welche Richtung das gehen soll. Mhm. Bei größer besetzten Stücken, so was Sie heute in der Probe gesehen haben, halte ich das ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Wie wichtig ist dieser Moment, kurz bevor man anfängt, also kurz vorm Stück, sammelt man da als Dirigent nochmal die Blicke von jedem Einzelnen ein, um alle so zu konzentrieren, oder? Ich glaube, es ist sehr wichtig, Sie haben recht, es ist sehr wichtig am Anfang. Irgendwie so ein Moment der Vorbereitung. Das ist schon irgendwie was ganz Merkwürdiges, weil man macht so und die fangen an zu spielen. Also es ist ja nicht zwingend, wenn jemand die Hand runterführt, dass jemand anders anfängt, Musik zu machen. Das ist eigentlich eine Verabredung. Eine Verabredung, die heißt, das ist die 1 und das ist die 2 und das ist die 3 und das ist die 4. Oder das ist die 1 und die 2 und die 3. Also der technische Vorgang des Dirigierens ist ja eigentlich ganz leicht. Aber es ist ja nicht so, dass, wenn man jetzt einen Dirigenten sieht, man immer ganz klar jetzt den Takt erkennt, sondern dazwischen gibt es auch noch andere Bewegungen mit den Händen. Und ist das zum Teil dann auch eine Verzierung oder hat das alles seinen Sinn? Also wiederum, die klassische Lehre sagt, dass die rechte Hand mit dem Stock dafür da ist, den Takt zu schlagen. Und wozu eigentlich der Dirigierstock? Wird das nicht auch reichen, das mit der Hand zu machen? Es ist einfach so, dass der Stock ist eine Verlängerung der Bewegung und ist auf die Entfernung angeblich besser zu sehen. Das sagen jedenfalls viele Musiker. Und die linke Hand ist dafür da, jemandem einen Einsatz zu geben zum Beispiel oder was ein dynamisches Zeichen zu geben. Also das würde heißen leiser. Und das würde vielleicht lauter heißen. Oder wenn jemand nicht intensiv genug spielt, dann versuchen sie, darauf einzuwirken. Das hat so ein bisschen so wie ein Fußballtrainer am Spielfeldrand. Ja. Also die Möglichkeiten sind begrenzt. Wobei, die werden immer vom Platz verwiesen, wenn die da zu viel rumhampeln und denen was anzeigen. Wenn sie ihre Coachingzone verlassen. Ja. Also ich darf das auch nicht. Ich könnte ja auch jetzt während des Konzerts plötzlich mitten ins Orchester gehen und sagen, du spiel mal. Dirigieren Sie das auswendig eigentlich? Nein, ich dirigiere selten auswendig, weil ich finde das sehr schwer, wirklich alles zu kennen. Nun gibt es ja im Verlauf von so einem Stück auch Tempowechsel. Mhm. Und man hat ja als Dirigent jetzt nicht so ein Metronom, was immer mitspielt. Das heißt, man hat ja den Takt und das Tempo in sich drin. Wie macht man das? Was man lernen muss. Also der Dirigent ist ja sowieso derjenige, der letztlich die Verantwortung trägt, wie die Musik in der Zeit abläuft. Und deswegen braucht er ein sehr gutes Zeitgefühl. Ich persönlich, ich habe ja auch mal mit jemandem wie
Stockhausen zusammengearbeitet, der hat immer gesagt, man müsste genau wissen, wie schnell ist zum Beispiel eine Sekunde. Ne? Das ist ja Tempo 60, bei uns ist eine Sekunde. Das müsste man ganz genau wissen und 80 und 120 und das müsste man sozusagen im Kopf haben, weil wenn man moderne Musik dirigiert, steht da sehr oft Viertel gleich irgendwie was, ja? Also was man im Metronom abrufen kann. Wenn man ältere Musik dirigiert, dann steht da nur Allegro oder Adagio oder Andante und da ist man dann ein bisschen freier. Haben Sie mal so den Faden verloren während einem Stück und wussten nicht mehr, wo Sie sind? So der schlimmste Fehler eines Dirigenten? Ja, weil Sie vorhin gefragt haben, wie wichtig ist der Dirigent? Manchmal, wenn alles gut läuft, denkt man, es geht auch ohne. Sie können mit einer einzigen Bewegung das Orchester dermaßen irritieren, dass es auseinanderfliegt. Das passiert Ihnen natürlich nur, wenn Sie wirklich einen groben Fehler machen. Mhm. Also dann merken Sie das plötzlich. Wenn alles gut läuft, merken Sie nicht, wie und dann fängt man an zu schwitzen, wenn man merkt, oh, Tempo war nicht richtig. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich, als ich in Hamburg Generalmusikdirektor war, am Schluss einer sehr guten Vorstellung, ich glaube, es war Verdi, ein Tempo angegeben habe, das unspielbar war fürs Orchester und das dazu führte, dass nacheinander alle aufhörten zu spielen, weil es ging nicht. Alle kollabiert, hatten keine Luft mehr. Ja. Und ich werde das nie vergessen, weil es war eine sehr interessante Erfahrung, dass das tatsächlich passieren kann. Da war irgendeine Schaltung in meinem Kopf war falsch. Ja? Also learning by doing. Ich glaube, dirigieren kann man nur by doing lernen. Spielt dann Orchester je nach Dirigent anders? Es gibt so eine Geschichte von dem Furtwängler zum Beispiel, diesem großen alten deutschen Dirigenten. Wenn der in den Raum kam, da hat jemand anders vorne gestanden beim Orchester. Da gibt es so eine Geschichte, dass er kam hinten in den Saal und hat nur zugehört. Das Orchester gleich anders gespielt. Also das hat was mit einer Präsenz von jemandem zu tun, glaube ich. Mit einer Aura, die jemand hat oder nicht hat. Nervt einen das eigentlich als Dirigent, diese Zwischengeräusche? Weil wenn man sich die ganze Zeit auf das Orchester konzentriert und dann fängt jemand an, so langsam so ein Bonbon auszupacken? Oh, fürchterlich. Ganz schrecklich. Das ist schlimmer noch als Husten, finde ich. Sie spüren sehr genau im Rücken, was hinter Ihnen los ist. Also ob es da eine große Aufmerksamkeit gibt, eine Neugier, eine Offenheit, eine Spannung oder nicht, das spüren Sie ganz genau. Das hat großen Einfluss aufs Konzert, meiner Ansicht nach. Ich glaube auch, ein Orchester spielt das. Was war das bewegendste Erlebnis in Ihrer Dirigentenlaufbahn? Ja, es gibt so alle Jubeljahre, sage ich mal, so alle 5 bis 10 Jahre gibt es mal ein Konzert, wo wirklich alles funktioniert. Ja, wo sozusagen das eine aus dem anderen sich ergibt und man hat das Gefühl, man ist wirklich auf dem Fluss des Stückes. Das ist eine sehr seltene Erfahrung und ich habe sie ein paar Mal gemacht und das ist überhaupt das Allergrößte. 3, 2, 1. Ohne Startschuss weiß der Sportler auf dem Sportplatz nicht, wann der Wettkampf beginnt. Ah, auch die Klugscheißerin hat dazugelernt. Kann einem Klassik überhaupt gefallen, wenn man es nie live gesehen hat? Wart ihr schon mal in einem klassischen Konzert? Nein? Kein Problem. In meinem nächsten Video nehme ich euch einfach mit. Tja, naja. Also dann, bis bald.